Wir haben hier ein Paket bekommen von der Firma MyHeritage und wir werden das jetzt mal aufmachen. So, gut verpackt das Ganze. Bei MyHeritage geht es darum, dass man seine Herkunft erfährt und dazu auch noch welche Verwandte man hat, die man zum Beispiel auch gar nicht mal kennt oder die man sucht und auch Cousins dritten Grades sogar, also eher weitere Verwandte und auch nähere Verwandte. Ja. Und wie gesagt, bei der Herkunft erfährt man wirklich genau, wie viel Prozent man von woher kommt. Und das durch eine einfache DNA-Probe. Man entnimmt es aus den inneren Lungen. Ein guter Tipp, vor der DNA-Probe bitte 30 Minuten nicht essen. Genau. Sonst kann es sein, dass MyHeritage euch nach 2 Wochen sagt, wo die Probe dann bei denen ist, dass die DNA ungültig ist. Dass euch sowas nicht passiert, so ein dummer Fehler. Also auf jeden Fall 30 Minuten nicht essen und nicht trinken. Dann packen wir es mal aus. So schaut die Verpackung aus. Ich würde sagen, die Verpackung schaut mega schön aus. Wenn man es öffnet, kommen dir gleich ein paar Blätter entgegen, die dir dann wahrscheinlich genau sagen, wie man das macht. For the best results, please do not eat, drink, chew gum or smoke for 30 minutes before collecting your DNA sample. Also einfach nicht sogar rauchen und kein Kaugummi kauen. Ja. So, und dann steht da eigentlich voll schön vereinfacht, wie man das macht. Dann steht da auch noch, wenn man mehrere Personen das machen, also dass man da seinen Namen eingibt und auch da steht noch der Code. Und die sollte man nicht verwechseln. Da hat man dann noch so eine sehr gefährlich wirkende Plastiktüte. Da gibt man dann die Probe rein. Das Einzige, was jetzt noch geblieben ist im Paket, sind solche kleinen 2 Kartuschen, würde ich mal sagen, und solche Wattestäbchen, die wir von Corona-Zeiten schon kennen. Oben sind solche 2 kleine Striche, vielleicht seht ihr die, die sind hier circa. Da ist die Sollbruchstelle. Da knickt man das dann ab und tut es in die kleinen Kartuschen rein. Dann öffne ich das erste Wattestäbchen und das sollte man auf eine Seite in die Innenseite der Wange machen und das andere Wattestäbchen bei der gleichen Person auf der anderen Seite in die Innenseite der Wange. So, das geht eigentlich ganz einfach beim Abbrechen. Ich habe es einfach reingehalten. Ja, genau. Und dann einfach abgebrochen. Und dann bleibt es da drin. Da ist eine Flüssigkeit drin, das heißt nicht so aufmachen. Ich habe die kurz nicht gesehen sogar. Also einfach öffnen die Kartusche. Aufpassen, dass ihr das Wattestäbchen bis dahin, bis es drin ist, nicht irgendwo dagegen streift. Und ich habe jetzt praktisch in beiden Kartuschen und jeweils eine Seite von meiner Wange die DNA. Und die tue ich genau gleich in diesen Beutel, oder? Mhm. Schaut einfach, dass das so gut wie möglich zu ist. Ja, genau. Und wenn ihr das mit mehreren Leuten macht, passt wirklich auf, dass ihr das nicht irgendwie verwechselt. So Leute, ich und Delia sind jetzt fertig. Der Link dazu ist auf jeden Fall unten von MyHeritage. Also wenn ihr das machen wollt selber oder irgendeinen Verwandten sucht. Bei uns ist das zum Beispiel nicht der Fall, dass wir jetzt irgendjemanden suchen aktiv, oder Delia? Nein, normalerweise nicht. Wir machen es eigentlich hauptsächlich nur, dass wir herausfinden, vor allem bei Delia, ja, von wo sie wirklich stammt. Also bei Delia sind die Eltern von verschiedenen Nationalitäten. Von wo sind gleich deine Eltern, Delia? Also, ursprünglich ist normalerweise meine Mutter aus Russland und mein Vater normalerweise aus Afghanistan. Glaubst du Afghanistan oder Russland? Was ist mehr? Oder so generell, was glaubst du? Also normalerweise denke ich, dass 50-50 ist, also ich glaube 50% so Afghaner und 50% Russisch. Also Herkunft. Nein, ich glaube einmal, dass so 50-60% Russland und vielleicht Georgien oder sowas sein könnte bei mir und eher weniger Prozent aus Afghanistan wahrscheinlich und vielleicht ein bisschen so Mongolei und sowas, aber Australien, Amerika und Europa, Afrika glaube ich eher weniger. Also ich glaube sogar fast gar nicht. Ich glaube auch nicht. Weil irgendwie... Das würde ich auch gar nicht glauben. Oder Afrika zum Beispiel, unten irgendwas. Nein, ich glaube gar nicht. Ich glaube auch nicht. Also ich schätze es mal. Ja, also Europa glaube ich auch, wenn dann nur so Litauen oder sowas. Aber ich glaube auch nicht weiter. Also Balkan glaubst du auch nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube irgendwie schon. Ich glaube nicht. Ich glaube irgendwie so 4-5% vielleicht. Keine Balkan. Ahnung. Das wäre cool. Ich glaube, ich bin wirklich Asienkind. Okay. Vielleicht sogar Indien, man weiß vielleicht nicht. 100% Asiatin, stell dir vor. Ja, ich glaube schon. Meine Eltern hatten nie was zu tun mit irgendwie anderen Ländern außer in Asien, wie gesagt. Darum auch, was ich gehört habe, ist jetzt gar nichts. Und bei dir glaube ich, ja eh, das meiste wird glaube ich Bosnien sein. Also so 70-80% vielleicht, 90%. Wieso sagst du mir, was ich... Ja, ich glaube es. Achso, du glaubst es, ja, okay. Vielleicht ein bisschen so slawisch noch. Weil was ist slawisch? Ja, so russisch oder so. Ach so. Aber ich weiß nicht.
ukrainisch oder sowas. Ja. Also ich glaube, du bist kein so Deutscher oder Engländer oder sowas. Oder? Ja, ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch so um die 80% Balkan und die restlichen Prozent vielleicht eher russisch, die restlichen 10-20% slawisch. Ja. Und vielleicht ganz einstellige Prozentsätze vielleicht irgendwo oben Deutschland oder so, einfach so richtig random, weißt. Ja. Aber alles andere glaube ich auch selber nicht. Ja, also ich glaube auch nicht, dass du jetzt irgendwie aus Asien so wirklich speziell kommst. Ich glaube eher, du bist europäisches Kind. Glaube ich auch nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt und wir können es auf jeden Fall kaum erwarten. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein paar Wochen warten. Für euch geht es jetzt sofort weiter und schauen wir uns die Resultate dann an. Genau. Willkommen zurück. Auf jeden Fall, die Ergebnisse sind da. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was jetzt rauskommen wird am Ende. Es hat länger als erwartet gedauert. Es hat nämlich über einen Monat, glaube ich, schon gedauert. Genau, also ich habe persönlich gedacht, dass es in 2 Wochen wieder da ist, aber einen Monat hätte ich nicht gedacht. Jetzt wisst ihr es, es kann wirklich sehr lange dauern. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier die Ergebnisse einblenden und das ist jetzt unsere Live-Reaction. Ja. Ich wollte es nicht davor anschauen, Benjamin wollte schon die ganze Zeit anschauen, aber ich konnte nicht. Ich wollte es wirklich auf Video haben. Ich bin einfach so gespannt bei Deria. Okay, erstmal einschalten. Ich kann nicht mehr atmen. Okay, jetzt habe ich Screen Recording eingeschaltet und da steht, wir haben die Analyse des DNA-Kits. Okay, Ergebnisse anzeigen. So, fangen wir an. Okay. Fast 90% Balkanbewohner. Oh, oder? Mehr als deine Schwester, oder? Schon. Okay, Osteuropäer, also. Warte, wenn es mehr als meine Schwester ist. Ich glaube schon, oder nicht? Ja. Der Herr. Finnland bist du. Aus Finnland. Und Nord- und Westeuropäer. 10% Alman. Also ist nicht so viel eigentlich. Aber schon viel, oder? Balkan. Ja, warte. Kann man nicht so sehen, vollständige Entität. So Verwandtschaft oder so. Ja, das steht eh da, warte. Ja, ich glaube, das schauen wir da einfach später dann, ja. Privat. Okay. Ich bin 100% Bosner. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin so rot. Vielleicht sieht man es, aber ich bin so aufgeregt. Ich bin wirklich auch bei dir so aufgeregt. Warte, ich mache das für dich, yeah. Weißt, weil das oh sieht man Gott. Kurz dann. Ich bin so aufgeregt, weil ich kann es, ich weiß immer noch nicht, von wo ich jetzt wirklich bin, weil meine Eltern, die sagen auch ja von dort und dort, aber jetzt wirklich Herkunft, wirklich, ich kann es nicht fassen. Weißt du, wo man es findet? Ich kann gar so. Nicht. Oh. Das so, ist Deria. So schwer für mich. Bereit, Derias Herkunft zu entdecken, Stefan? Oh mein Gott. Bist du bereit? Nein. Okay, komm. Fangen wir an. Oh Gott, was kommt jetzt noch? Ich bin so aufgeregt, wirklich. Das ist nie gespielt. Westasiatin. Syrien, Türkei, okay. 30%. Griechisch. Was? Einmal 25% Griechen bist du. Oh mein Gott. Aus Litauen. Oder? 24% oh Balkan. Wie kann das überhaupt sein? 10% Balkanbewohner. Das ist einfach Jugo. 10%. Oh. Was steht da? Indien müssen noch und. Was ist das? China, Kasachstan und sowas. Nicht mal aus Afghanistan. Ich bin immer Russin. Oh mein Gott. Du so bist. Fassen wir zusammen. Sie ist ca. 30% Asiatin, 25% Griechisch, Süditalienisch, 24% Baltin, also so Litauen, ja, und die ganzen Nachbarländer. 10% Balkanbewohner. Ich habe gewusst, dass sie wenigstens irgendwie so ein paar Prozent Balkanbewohner ist. Ich bin ja, wenn ich das meinen Eltern erzähle, ich glaube, die werden mich nie wieder als ihr Kind ansehen. Und 11% ist sie. Was war das? Indisch und so Kasachstan und so. Ja, genau. Oh, du bist nicht mal Afghaner. Also ja, so Afghanisch. Da stand es eh nicht. Oder Afghanistan ist neben Kasachstan. Also so ja, irgendwie. Aber das war nicht da auf der Einschätzung. Schau, da können wir eh nochmal schauen. Jetzt gehst du auf Afghanistan. Okay, ein bisschen. Aber schau, da kreuzt sich alles. Schau. Ja. Also so die Vorgänger von euch. Also wie sagt man? Nicht Vorgänger, sondern vor.
Vorfahren. Eure Vorfahren sind aus Indien und aus Kasachstan gekommen, weißt? Damals, von wo dein Vater gekommen ist, verstehst? Ja. Man sieht auch hier von Türkei, du bist auch aus Türkei. Aber wieso aus Griechenland? Jetzt muss ich in meiner Instagram-Bio schreiben, ich bin Griechin, ich bin Türkin. Wenn ich das meinen Eltern erzähle, ich bin einfach nicht mal Russin. Bin ich mal Russin, Benjamin? Aber schau, du hast auch United States 1,2. Oh mein Gott. Indianerin. Indianerin. Schau. Oh mein Gott, jetzt muss ich auch. Schau, von dort, achso, man hat es eh gesehen. Von dort komme ich, von diesen Bergen. Aber schau, du bist auch Balkanbewohnerin. 10%, das ist schon viel. Ja, schon. Für das, was dann. Schau, da wo du circa weißt, dass du kommst, 24% nur. Ja. Und von da kommst du ja gefühlt eh nicht mal. Das ist nur von aber meiner das Mutter. Ist krank. Griechisch und Süditalienisch 25%. Das ist so schlimm. Oh mein Gott. Aber schau, Türkei ist hier so voll fett eingezogen. Aber ich verstehe nicht, weil ich bin gar nicht Russin. Ich bin, okay, man kann das ein bisschen nachvollziehen. Das ist alles nur von meinem Vater, das Ganze. So Türkei, also das Kasachstan, Indien und das und alles hier, das ist sicher von deinem Vater, weil hier ist Afghanistan, ja. Weißt, das heißt von Nachbarländern. Ja. Aber dass das so weit hierher kommt und dann Griechisch, das hat mich am meisten überrascht. Und schon schlimm. Schlimm, Leute, wirklich schlimm. Ich komme gar nicht drauf klar. Ich bin einfach Indianerin, Benjamin. Ja. So war ich als Kind, im Kindergarten habe ich mich auch als Indianerin verkleidet. 2% Indianerin noch dazu. Oh mein Gott. Ich bin einfach Griechin. Italienerin. Das hat mich am meisten überrascht bei dir. Oh mein Gott. Das ist wirklich, das hätte ich nie gedacht. Aber von wo kommt das? Ich weiß auch nicht. Von Mutter passt auch irgendwie nicht, vom Vater passt auch irgendwie nicht. Vielleicht ist er Italiener. Jetzt wenn ich frage, wer bist du, von wo kommst du, dann sagst du, das, das, das. Meine Eltern sagen von da, ich sag von da, 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 DNA sagt von da und da. Oh, ich bin einfach Griechin, Benjamin. Ja? Einfach ein Viertel. What the hell? Ja. Ich schwör auf alles. Ich weiß, ich habe schon vergessen, was wir davor gesagt haben, aber ich glaube, da passt gar nichts zusammen mit unserer Vermutung. Ja, ich glaube auch nicht. Vor allem bei dir. Ich werde auf jeden Fall versuchen, der dir zu beruhigen. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann unten ist der Link für die ganze MyHeritage-Geschichte, was wir hier vorgestellt haben. Liked auf jeden Fall das Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert uns gerne für mehr Videos. Ich weiß und Benjamin weiß, wir haben lange nichts mehr gepostet, aber jetzt hoffentlich wird es mehr. Und ich komme gar nicht drauf klar. Ich auch nicht. Ich kann gar nicht jetzt schlafen, glaube ich. Wir müssen jetzt über das herumschmunzeln. Auf jeden Fall macht das auch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Und ich schwöre, ich komme gar nicht drauf klar.